geht? Willkommen auf meinem Channel. Gott! Freunde der Sonne, es ist soweit. Wieder einmal filme ich. Wir haben aber heute Dienstag, denn ich habe am Montag, also gestern, die Kamera vergessen. Wie gesagt, ich versuche am Ball zu bleiben. Wir packen jetzt unsere Sachen und fahren dann los. Ich habe gerade noch den Vlog fertig gedreht und er wird hochgeladen. Beziehungsweise das Video kommt ja danach. Es kam am Montag um 18... Nee, Quatsch. Es kam am Dienstag um 18 Uhr. Hab's gerade fertig geschnitten. Wie gesagt, ist oben und jetzt geht's weiter. Wir fahren jetzt los, holen Bubi ab und dann wird tätowiert. Wir gucken uns mal nochmal sein Bein an. Wir haben Tony Montana von Scarface drauf tätowiert. Eine absolute Legende. Und Tommy Chevy. Jetzt bin ich voll raus. Hab die schon wieder seit einem Jahr nicht mehr gesehen, die Serie. Weil nichts Neues kommt. Aus dem Hause Peaky Blinders. Was ich ja absolut interessant finde, ist, weil wir jetzt Bubi mitnehmen, ist schon lustig, wie man plötzlich wie aus Kunden so engere Bekanntschaften werden, wenn ihr versteht, was ich meine. Also sprich, man lernt irgendwie die meisten Kunden mehr kennen und plötzlich weiß man Dinge über die, als, versteht ihr, was ich meine? So ein Handwerker kommt irgendwo rein in eine Wohnung, bab, macht da was, macht vielleicht zweimal im Jahr da irgendwas. Geht wieder raus, hat seine Arbeit erledigt und bei uns ist das so eine krasse Verbindung in Sachen Tätowieren. Also versteht ihr, was ich meine? Weil du so lange an dem Kunden, glaube ich, dran bist, baust du so richtig so eine Art Beziehung. Finde ich voll heftig, musste ich gerade irgendwie erstmal festhalten. Wir sind hier in meinem wunderschönen Schlachtschiff. Bin auch immer noch verliebt in dieses Auto. Ich liebe es seit Tag 1. Die Kinder lieben es auch. Warum? Fernsehen. So, Johnny Deppching aus Public Enemies werden wir heute tätowieren bei... Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu meinem Channel. Nora ist gerade Banane. Schmeckt Banane lecker? Magst du Banane? Was ist dein Lieblingsobst? Kirsche. Ja. Wirklich? Ja. Hab dich noch nie dieses Jahr hier welche essen sehen? Ja, weil ich nie welche kaufe. Was macht ihr da heute? Wir versuchen heute den Mannequin weiterzumachen. Okay. Je nachdem, wie lange, Mannequin. Wie lange Daniel aushält. Das wird komplett gecovert dann, ne? Ja. Daniel, dritte oder vierte schon? Vierte, ja. Jetzt die vierte. Ah, okay. Vierte Tagessitzung oder? Nee, du hast immer abgebrochen, ne? Du warst doch. Du warst doch ein Abbrecher, ne? Ich hab einmal abgebrochen. So wie in einmal. Der Schule, so auch hier, ne? Einmal, ja. Meine Marianne wird mir auch mal zeigen, was hier abgeheilt ist. Bleib mal stehen. Mit dem Einschussloch hier. Jetzt haben wir mal die Zeitung. Mit dem Yeyo. Yeyo, Baby. Und jetzt zeigen wir mal Olle Toni. Auch schon komplett heilt. Tony Montana! Alter, ich bin schon wieder so ein Vollbraten. Ich wollte mein Handy ausmachen, damit irgendwie bei Instagram endlich mal bei mir dieses neue Update kommt, weil alle können jetzt immer ihre Videos verlinken. Sprich, swipe up, müsst ihr bei der Insta-Story bei mir nur hochwischen und schon seid ihr verlinkt, sprich in dem neuen YouTube-Video. Was mache ich? Ich mache das Handy aus und eigentlich weiß ich meinen PIN. Aber da ich heute wieder einen 18 Uhr Kunden noch hatte, ist mein Hirn nicht mehr ganz da und jetzt weiß ich nicht, wie mein PIN war. Ich weiß, also beziehungsweise ich weiß es schon. Aber ich habe nur drei Versuche und ich habe dreimal verschiedene Zahlenkombinationen in meinem Kopf. Ein Versuch. Aber ich kann ihn nicht eintippen. Ich gehe lieber auf Nummer sicher und gucke zu Hause nach. Jetzt haben wir das große Problem. Ich ziehe ja gerne einmal im Jahr um. Also wo liegt verdammt nochmal diese scheiß Unterlage dafür? Ich bin am Arsch. Was willst du, Nora? Du willst Sport machen, um sportlich zu sein? Alter. Kommst du mal nah, Mann. Nee, das sieht nur so aus, als ich so nah bin. Wirklich jetzt ohne Spaß. Ich bin extrem weit weg. Du kannst, warte, ich kann dir genau zeigen. Du siehst hier noch die Ordner und hier noch die Pflanzen. All I need. Übrigens, die Jacke finde ich extrem cool von Flo. Was ist das denn für eine geile? Ist das eine Weste? Sieht aus wie so eine Deutschlandflagge. Boah, ist die geil. Ist auch so eine Deutschlandflagge. Sieht überkrass aus, die Jacke. Die ist doch von hier. Wie heißt denn nochmal die Firma? Ich habe schon wieder vergessen. Wellenstein, genau. Nora geht rauchen. Nora wollte eigentlich das Rauchen reduzieren, aber sie macht sich halt wahnsinnig schlecht da drin. Paparazzi, Hilfe! All I need! So, Freunde der bunten Haut, jetzt wird das hier gestencelt. Heute nehme ich mal kein
Transparentpapier, sondern mache es direkt auf dem Blatt Papier. Bin ich eigentlich nicht so der Fan von, weil es so echt schwer ist, manchmal durch die Wölbung auf der Haut das raufzukleben. Also ihr versteht, was ich meine, die Körperstelle halt. Jetzt, weil wir eine gerade Fläche haben im Unterarm, funktioniert das wunderbar. Deswegen kann man auch mal ein Blatt Papier benutzen. All I need. So, Nora, was machst du jetzt da? Du stichst jetzt nach, ne? Ja. Ist deine erste Hand, ne? Ja. Was steht da eigentlich drauf? Wish you were here. Was? Wait for whatever. Ich hab manchmal das Gefühl, dass noch so Kotze an meinem Hals hängt. Du hast Kotze in deinem Hals? Wieso, was denn passiert? Ich hab mich übergeben. Du hast dich übergeben? Ja. Warum? Als ob du es nicht wüsstest. Sex da für die Kamera. Aber wieso hast du dich denn übergeben? Weil ich eine... Was war das überhaupt? Eine Nougat-Rolle, glaube ich, ja, genau, oder? Eine oder? Was ist die Nougat-Rolle? Aber die gar kein Nougat enthalten, wo kein Nougat enthalten war, ja. Sondern Sahne. Ja, genau. Die vergammelt war wahrscheinlich. Ja. Ich meine, ja. Hör auf die Schwindel. Ich schwöre. Das ist eine Uroma, die ist jetzt nächstes Jahr 100. Ja. Und dann fahren wir hin und feiern Jubiläum, dass sie so lange leben. Wo kommt die her? Aus Bulgarien? Ja. Kann die Deutsch? Nein, gar nicht. Die kann kein Wort Deutsch. Nee, nicht mal so. Sie kann sich auch nicht mehr bewegen und so richtig. Nicht Mutterficker oder sowas, kann ich sagen. Das war krass, wir hatten noch nie einen hier, ist kein Scherz, ich muss dich mal kurz auf groß machen. Wir hatten noch nie einen hier, der sich was für die Uroma stechen lassen hat, kein Scherz. Ist krass, das war das erste Mal, das Jubiläum. Die meisten ihre Uroma gar nicht mehr kennen. Genau, heftig. Was ist da los? Alter, was passiert hier? Alter, was ist denn hier los? Die ganze Toilette ist voll. Alter, was ist denn hier passiert? Alter, was geht denn hier ab? Toilette explodiert. Es stinkt hier so nach Scheiße. Alter, hört ihr das? Das ist ein richtiger Luftzug. Irgendwas stimmt hier nicht. Ha, guck mal da draußen. Die sind schuld. Die machen irgendwas am Gully. Das ist komplett hier raus explodiert. Aber wenn es hier auf der Toilette ist, dann ist es ja drüben genauso. Ey, das kann nicht wahr sein. Und wer muss den Scheiß wieder wegmachen? Richtig. Nico. Warum lügen Sie? Schreit doch mal voll! Ja, bis dahin. Chica! Jo, ciao! Komm mal, ja!